Königlich ist nicht nur der Spargel, sondern war auch der Auftritt der neuen Spargelkönigin Dana Beiler. Standesgemäß mit Kutsche kam sie nach Zauchwitz, um auf dem Spargelhof Syring die Erntesaison offiziell zu eröffnen. Denn geerntet wird bereits seit Ostern, dem Wetter sei Dank. Also momentan sind wir eigentlich sehr optimistisch. Wir haben ein zeitiges Frühjahr, auch ein warmes Frühjahr, der uns letzten Endes ermöglicht, dass wir jetzt schon am 15. April, 16. April den ersten Spargel und das nicht ganz wenig stechen können. Also es ist ein Faktor für Brandenburg, für Berlin-Brandenburg geworden, der Spargel. Und er sorgt natürlich dafür, dass sich Menschen für unser schönes Land interessieren. Und der größte Markt ist Berlin-Brandenburg und da wollen wir natürlich einladen. Und dieser Einladung folgten bereits zur Saisoneröffnung zahlreiche Besucher. Das Edelgemüse wird in Brandenburg auf insgesamt 2.900 Hektar angebaut. Allein um Belitz sind es 1.300 Hektar. Thomas Syring ist sich sicher, hier wächst besonderer Spargel. Also das Besondere am Belitzer Spargel ist unser sandiger Boden. Also der ist sehr mineralisch, der wirkt sich sehr positiv auf den intensiven Geschmack des Spargels aus. Besonders der erste Spargel schmeckt ja richtig frisch und riecht nach jungen Erbsen. Und das ist eigentlich unser Kennzeichen. Er steht, denke ich mal, in einer hervorragenden Tradition. Sie wissen es alle, 1861 wurde zum ersten Mal feldmäßiger Spargel in Belitz angebaut. Und seitdem mit riesigem Erfolg ununterbrochen. Dann der offizielle Spargelanstich auf dem Feld. Nochmal. Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg rund 15.000 Tonnen geerntet. Die Saison endet am 24. Juni, dem Johannistag, bleibt also noch genügend Zeit, das königliche Gemüse in vielen Variationen zu genießen. Wir haben wunderschöne Höfe mit der super Gastronomie zusammen und ich glaube, diese Kombination ist einfach wunderbar. Wir haben auch Höfe, wo man richtig was erleben kann. Gerade für unsere Berliner Freunde ist gerade was ich zum Beispiel Kleisto oder eben Tschepo, wo man auch Tiere beobachten kann. Und ich glaube, dass einfach auch die Anbindung zu Belitz einfach wunderbar ist. Bleibt abschließend eigentlich nur noch eines zu sagen.